Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf dem 38. Dogfest München, von wo auch immer Sie zuschauen oder zuhören. Es ist sehr schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir begrüßen Sie hier im Silbersaal des Deutschen Theaters. Willkommen zu unserem Studiogespräch, was ich mit Katja Baumgarten führen darf. Und wir reden über den Film Gretas Geburt. Liebe Katja, herzlich willkommen. Ja, hallo. Als erstes müssen wir natürlich über den Preis sprechen. Du hast den Doc Victor gewonnen und ich habe mich sehr gefreut darüber. Hast du, wie war es deinerseits? Wir sind alle auf dem Häuschen, hast ich sage einfach gefreut? Mal so direkt. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Preis gewonnen, nicht mal beim Preisausschreiben früher. Also das ist für mich ganz großartig und für uns alle. Also, und am meisten freue ich mich natürlich für Anna, die im Film die Hauptperson ist, denn sie hatte eher die Befürchtung, das wird gar keinen interessieren, das ganze Thema, und niemand wird dazugucken. Und sie hat sich eh schon gefreut, dass der Film hier auf dem Festival angenommen worden ist und so auch so gut platziert war. Und jetzt, ich habe ihr da schon von erzählt und sie war auch total, also auch total begeistert. Also ihr wart auch überrascht? Ja, klar. Also natürlich gibt man sein Bestes so, und aber ich finde, es sind so viele schöne und sehr tiefsinnige Filme hier, dass ich da auch, also das war bestimmt eine schwere Entscheidung für die Jury. Aber es war die richtige. Gut, lass uns mal über deinen Film sprechen. Vielleicht zu Beginn über den Schaffensprozess. Es ist ja oftmals bei Dokumentarfilmen ein steiniger Weg über viele Jahre, aber bei dir war es nun ganz besonders eine lange Drehphase. Du selbst nennst es ja eine dokumentarische Erzählung aus 10 Jahren. Damit ist ja der Zeitrahmen eigentlich schon gesetzt. Kannst du ein bisschen was über diesen Zeitprozess erzählen? Ja, das fing an am 12. August 2012. Und es war so, oder 16., aber jedenfalls im August 2012, und ich hatte gehört, dass da eben dieser Gerichtsprozess in Dortmund stattfindet, und ich kannte Anna wenig, also sie war Autorin in dieser Hebammenzeitung, für die ich arbeite, und ich hatte mir so vorgestellt, ich gehe da zum Prozessauftakt hin, das war weit weg, also Dortmund-Hannover war jetzt nicht der allernächste Weg, und dann hatte ich gedacht, komme ich wieder, wenn später das Urteil gesprochen wird, dass man einfach so eine, das aufgreifen kann in der Hebammenzeitung, davon berichten, aber irgendwie kurz wollte ich das. Und dann saß ich da im Gerichtssaal und habe da gesehen, wie sich das da alles entwickelt hat, und da wusste ich sofort, das ist ja der Wahnsinn, was hier an, also ich fand es in jeder Hinsicht interessant, einmal fachlich, was da verhandelt wurde, aber auch so das emotional aufgeladen fand ich sehr beeindruckend. Also die traurigen Eltern, die auch geweint haben, und jedem blieb das Herz stehen, weil das so ergreifend auch war, was die durchgemacht haben und wie traumatisch das alles war. Und dann aber auch zu sehen, dass, ich bin ja auch Hebamme, also dann zu sehen, wie eine Kollegin da auf der Anklagebank sitzt. Sie hat in der Zeit sehr lange auch nichts gesagt, weil ihr das auch juristisch so geraten worden war. Dadurch war sie natürlich auch Projektionsfläche, und ich kannte sie nun schon zwar nicht sehr gut, aber so weit, dass ich auch wusste, so ist es, so einfach ist es jetzt auch nicht. So sie, also diese Täterschaft in Anführungszeichen, das ist irgendwie für mich auch eine ganz seltsame Herangehensweise, wenn bei einer Geburt ein Unglück passiert ist, zu versuchen, da Licht reinzubringen. Also das ist, man müsste es ja eigentlich fachlich verstehen und nicht unbedingt, also würde ich jetzt mal als Geburtshelferin sagen, und nicht, also das hat jedenfalls, hat mich das sehr beeindruckt alles. Und dann hat sich so ergeben, dass ich nicht nur diesen einen Tag da war, am nächsten Tag ging es weiter, hat gleich eine Kollegin gesagt, du kannst bei mir schlafen, und dann ab da war ich jedes Mal da. Also ich habe alles unter diese Arbeit gestellt, diese fast, ja, mehr als 2 Jahre immer dort zu sein. Also das war auch sehr beeindruckend, wie das in mein Leben eingegriffen hat. So, also das waren 58 oder 59 59 Tage, also ganz paar war ich nicht da, wo, es gibt ja so nur so formelle Tage, damit irgendwie diese 3-Wochen-Frist eingehalten wird. Da wurde dann nur irgendwas verlesen, das war jetzt inhaltlich nicht so wichtig, aber sonst war ich immer da und habe auch mir alles, mich mit allem auseinandergesetzt, auch die Anna, die hat sehr freigebig mich dann auch ihre Unterlagen alle anschauen lassen, also diese Gerichtsunterlagen oder diese juristischen Unterlagen, was da verhandelt wurde, denn wenn man da nur sitzt und man ist immer, die meisten Gutachter reden immer mit dem Rücken dann zum Publikum, man versteht nicht alles so exakt, und damit ich nichts Falsches schreibe, habe ich dann immer mich da auch nochmal mit diesen
ganzen anspruchsvollen Gutachten auseinandergesetzt, habe nachgelesen, wie das zusammenhängt und habe versucht, das zu verstehen. Und immerhin, Gott sei Dank, durch meine Ausbildung hatte ich auch das Handwerkszeug. Ich bin zwar nicht Ärztin, sondern Hebamme, aber ich konnte mir das alles und konnte auch Leute fragen, um das alles zu kapieren, was da genau verhandelt wurde. Jetzt hast du am Anfang gedacht, du bereitest diesen Fall auf für die Hebammenzeitschrift. Mhm. Ab wann war denn dann der Punkt bei dir klar, wo du gesagt hast, das könnte auch ein Film werden? Also ich kann mich erinnern, ich habe erst mal noch gar nichts geschrieben, weil ich dachte, das ist auch bald wieder zu Ende. Da waren 7 Tage angesetzt und keiner hatte damit gerechnet, dass das dann 59 Verhandlungstage wären. Und das wurde auch immer langsam so verlängert. Nicht jetzt gleich, oh, wir brauchen jetzt noch mal ein halbes Jahr länger, sondern irgendwie war das nie absehbar, wann das zu Ende sein würde. Und ich habe erst mal ein halbes Jahr gar nicht geschrieben, weil ich dachte, dann mache ich mal so einen Gesamtbericht am Ende. Aber dann war irgendwann klar, da gibt es jetzt erstmal noch lange kein Ende. Und dann habe ich schon mal einen ersten Teil von diesem halben Jahr zusammengefasst. Und habe da schon auch mit Anna gesagt, eigentlich, weil das war dann schon so viel passiert da und das war schon so intensiv, dass ich dachte, eigentlich müsste man hier einen Film machen. Und es war auch für mich als Dokumentarfilmerin sehr interessant, wie man ein Ereignis, was schon so lange zurück, es waren glaube ich ja 6 Jahre lag das zurück, und wie dann aus der Erinnerung der Zeugen oder von Gutachtern, die gar nicht dabei waren und einfach von Befunden, von der Obduktion von dem Kind, und alles mögliche andere, was da noch alles rangezogen wurde, um sich auch ein Bild von Anna zu machen oder von diesem ganzen Geschehen, wie das so rekonstruiert wird. Also das macht man ja im Dokumentarfilm auch manchmal. Und dass eben so innere Bilder entstehen durch dieses, was da gesagt wird. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Also da habe ich schon immer auch als Filmemacherin da gesessen und dachte, boah, hier. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, man müsste eigentlich einen Film machen, aber dann Filmförderung beantragen. Ich hatte gar keine Zeit, ne, weil ich habe dann letztlich jeden Monat einen fachlich sehr ausführlichen Bericht, oder ich habe immer mitgeschrieben, was auch geredet wurde, weil teilweise war das auch skurril, was wie da gesprochen wurde, oder auch bewegend natürlich. Nicht, also ich war sehr offen in alle Richtungen. Ich habe auch nicht gesagt, dieses blöde Gericht oder die. Also ich habe eigentlich versucht, mich da rein zu versetzen, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich das so hören würde. Und ich kenne ja die Hausgeburtshilfe und weiß so, wie das da funktioniert, wo da die Sicherheitssysteme sind und so. Das kennen die ja nicht. Die haben einfach diesen Uniklinik-Prof als Gutachter da und der hat seine Ansichten da denen mitgeteilt. Und die konnten sich ja eigentlich nicht so ein vielfältiges Bild machen. Es gab quasi auch niemanden von der Hausgeburtshilfe-Seite, der da am Prozess teilgenommen hat, oder? Also es waren einfach eher Leute, die von der Klinikseite kamen. Als Gutachter, der ganze Zuschauerraum war voll mit interessierten Menschen und darunter waren sehr viele Hebammen oder auch Ärzte, die da auch sehr mitgegangen sind, auch fachlich, weil da wurde auch vieles gesagt, auch von diesem Gutachter, was fachlich erstaunlich war. Ne? Also da ist so ein Beispiel oder mehrere Beispiele im Film, aber das war ganz viel davon, ne? Was auch jetzt nicht letzter Stand der neuesten Wissenschaft ist oder so. Also ich bin ja viel auch auf Kongressen, ich habe diese Trennung nicht zwischen Hausgeburtshilfe und Klinikgeburtshilfe, weil alles ist wichtig, finde ich. Ne? Und diese Erkenntnisse, die Geburtshilfe, es geht ja um Mutter und Kind, um das Bestmögliche. Und da ist der Geburtsort nicht unbedingt entscheidend, sondern dass man fachlich auf der Höhe ist. Mhm. Und von daher habe ich das alles irgendwie auch dann einordnen können und eben hatte da auch dann meine Fragen manchmal. Und es war oft so ein Rumoren dann im Saal, wenn da was Seltsames gesagt wurde, dann wurde der Richter gleich ganz streng und hat gesagt, da müssten dann diejenigen dann den Saal verlassen. Also nur bei Brummen oder so. Wow. Oder wenn man so erschrocken irgendwie dachte oder da auch irgendwas, nur so ein kleiner kurzer Ausruf oder so. Aber da war der sehr streng und das wird sicher auch für die irritierend gewesen sein, dass da so ein, also die haben uns ja alle vor sich gehabt, dass da so viele Menschen auch so viel Kenntnisse hatte, nehme ich mal an. Das wird ja für die auch eigenartig gewesen sein. War ja fast eine Frontenbildung im Grunde genommen dann, oder? Also ja, also da waren natürlich auch am Anfang die Angehörigen der Eltern. Aber das hat mich zum Beispiel auch bewegt. So, ich saß da sogar erst am Anfang mal ganz am Rand von dieser Zuschauerbänke und das ist dann nochmal so mit Holz so eingefasst. Und neben mir, das habe ich dann mit der Zeit gesehen, waren die Großeltern von Greta. Und die saßen da so zu zweit auf so extra Stühlchen, so alleine.
Und das hat mir auch so das Herz gerührt, weil man merkte, so wie traurig die auch waren und was die sich da auch jetzt erhofft haben von dem Prozessauftakt und so. Also klar, da waren unterschiedlich betroffene Menschen da, die unterschiedlich ergriffen waren, ja. Jetzt lass nochmal über den Film reden. Es ist ja so, du hast dich dann entschieden, daraus einen Film zu machen. Das ist ja gut, du hast jetzt auch diese Bilder im Kopf angesprochen. Aber die Hürde bei diesem Film ist ja, dass es eigentlich gar kein Bildmaterial gibt, weil du natürlich sofort, die Türen wurden zugemacht und dann war es vorbei. Also es wurde dann nochmal ganz kurz was inszeniert. Das ist ja auch im Film drin. Es ist sehr spannend, es sieht ein bisschen aus wie Theater. Aber du musstest dich ja sehr mit der Bildebene auseinandersetzen. Ja, genau. Also du musstest dir sehr viele Gedanken machen, wie kannst du das überhaupt auf dem Bild bannen, das Ganze. Das war ja eben schon am Anfang, nach einem halben Jahr. Und ich erzähle mal einfach, ich habe am Anfang ein heimliches Bild gemacht, ein Foto, was streng verboten ist. Und dann sah ich aber schon, auch auf dem Foto sieht man das, die Staatsanwältin war sehr offensiv und die hat das gesehen. Und dann habe ich das auch sofort weggepackt. Ich habe gleich über die Tuschelte dann mit dem Anwalt von den Eltern und dann habe ich gleich gesagt, oh nee, das darfst du nicht nochmal machen. Und dann habe ich aber Nikolaus dieses Foto gegeben und er hat dann die ersten Aquarelle auf Grundlage von so ein paar illegalen Fotos gemacht. Und das war klar, das kann ich nie wieder machen. Also weil mir war natürlich wichtig, darüber zu schreiben. Und dann hat Gott sei Dank Nikolaus sich bereit erklärt, immer mitzukommen. Und das war für den noch aufwendiger als für mich. Der ist nämlich immer in aller Herrgottsfrühe aus Berlin, hat er sich auf den Weg gemacht nach Dortmund, damit er da um 9 da saß. Und ich weiß nicht, ob der um 4 oder so, der ist total früh los da immer. Und das habe ich jetzt auch gerade nochmal, wo ich so alles nochmal so Revue passieren lasse, wie was wir da alles gemacht haben über die Jahre. Das hat er dann auch, also nach einem halben Jahr fing das an, das war dann auch anderthalb Jahre, wo der dann immer regelmäßig diese langen Fahrten auf sich genommen hat. Dann zu Hause dann die Zeichnung ausgearbeitet hat, jetzt auch in der Film, als wir dann in der Montagephase waren, hat er auch nochmal manche Zeichnungen nochmal mit der Kolorierung nochmal weiter dran gearbeitet. Also da steckt auch von ihm sehr viel, seine eigene Sicht auch auf das. Also er erzählt ja über die Zeichnung auch von diesem Gerichtsprozess. Es funktioniert erstaunlich gut. Also wenn man sich überlegt, dass das mal auf dem Papier stand, dass man dann so Zeichnungen macht, würde ich das jetzt irgendwie denken, ob das trägt. Aber das ist der Hammer, wie das trägt. Also würde man davor, eigentlich hätte ich das jetzt nicht gedacht, wenn ich es theoretisch mir gedacht hätte. Ich muss selber sagen, dass ich auch überrascht war, weil es sind eben jetzt ja auch nicht so professionelle Gerichtszeichnungen, wie man sie so kennt aus der Zeitung, sondern er ist halt Künstler, Kunst studiert und er kann sehr gut zeichnen sonst, aber er macht das sonst gar nicht. Und er ist dahin und hat das so auf sich wirken lassen und da so spontan eben reagiert in seinen Zeichnungen. Und da ist natürlich auch was ganz Eigenes drin. Das ist jetzt, weil er es nicht gewohnt war, auch was sehr Pures. So, ne? Das ist anders als jemand, der dann immer routiniert seine Gerichtszeichnungen ordentlich da macht. Und das finde ich, das war das, was ich dann auch gemerkt habe, dass das eine große Kraft hat. Und erst, wir haben es eben vor allem für die Hebammenzeitung gemacht, aber eben sehr schnell habe ich gedacht, naja, vielleicht einen Film und hatte keine Zeit. Und dann eigentlich ein halbes Jahr vor dem oder ein Dreivierteljahr vor dem Urteil haben wir erst angefangen zu drehen. Also da war schon sehr viel Zeit verstrichen. Aber wir dachten, wenn wir anfangen, das ist jetzt dann sowieso gleich zu Ende. Und dann zog sich das von Januar, haben wir angefangen, bis Oktober dann noch hin. Also da haben wir dann doch noch sehr viel drehen können bei Gericht. Es gibt ja dann noch die zweite Bildebene, die dann sozusagen die Bilder im Kopf sind, also diesen See, zu dem du dann immer wieder zurückkehrst. Du hast ja auch mit deiner Freundin Gisela Tuchtenhagen gedreht, du hast gedreht, sie hat gedreht. Wie seid ihr denn auf diese Bildebene gekommen und was bedeutet dieser See für dich? Naja, Gisela ist immer nach Dortmund mitgekommen, also sie kam nach Hannover, wir sind zusammen nach Dortmund gefahren und dieses Ganze, ich habe ja wie eine Wilde da geschrieben, dann rausgegangen, Ton eingestöpselt, ich habe den Ton gemacht, sie die Kamera. Und für sie war das, glaube ich, sehr anstrengend, ne? Weil sie sich auf mich ja auch nicht so richtig verlassen konnte, weil ich ja dann immer auch abgelenkt war durch meine Schreiberei. Und für mich war es auch sehr fordernd. So. Also dieses, und dann waren wir aber auch viel bei Anna oder hinterher nach dem Gericht wurden immer noch so Zusammenkünfte mit den Hebammen, die das diskutiert haben. Das war alles sehr interessant. Wir haben unheimlich viel Material gehabt, auf was wir dann verzichten mussten, weil so viel gar nicht alles reingepasst hat in den Film. Ich habe dann doch entschieden, mehr auf Anna selber so zu bleiben. Und
diese Sachen, wo ich dann selber angefangen habe zu drehen, das hatte dann damit zu tun, da war eigentlich dann das Urteil schon gesprochen. Und dann, es war natürlich immer sehr mühsam für Gisela, von Hamburg nach Hannover zu kommen und dann da wieder noch weiter und ihren Hund unterzubringen und so. Und sie hatte dann auch andere Filmprojekte, dass ich dann einfach gedacht habe, ich belaste sie da jetzt nicht. Das war sehr toll, also dass sie da bei Gericht da war, auch mit ihrer tollen Kamera, wie sie da beobachtet und so. Das war auch sehr beeindruckend insgesamt so, ne, was sie da so wirklich aufgenommen hat. Und ja, dann habe ich selber mit einer kleinen Kamera, mit Ton, die Sachen danach gedreht. Manchmal auch zwei, dreimal waren wir nochmal zusammen, auch bei Anna, oder einmal im Gefängnis auch gemeinsam. Aber eigentlich habe ich das meiste dann unabhängig gedreht. Und das mit dem Film, ich habe mich natürlich auch die ganze Zeit überlegt, was hält man aus, auch als Zuschauer, was man dieses Belastende von oder dieses sehr Quirlige da teilweise auch bei Gericht. Also ich dachte erst, ich habe viel weniger gesprochenen Text drin und wollte das alles über die Gespräche mit den Hebammen und den Zuschauern oder den Leuten, die da Anteil genommen haben, irgendwie so draus entwickeln. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das so viel war und das musste so komprimiert werden, dass ich das nur über so einen Text hingekriegt habe. Das war dann auf Grundlage von der Berichterstattung von diesen 16 ausführlichen Folgen, das auch nochmal eine Nicht-Fachsprache in eine normale Sprache runterzubringen und das ist dann nochmal so zu verdichten. Das war die Arbeit. Und da musste natürlich eine ganz andere Bildebene, fand ich jetzt. Und ich habe sehr viel an diesem See, ich habe da wirklich da in der Gartenhütte gesessen und diese anstrengenden Artikel geschrieben, einfach mich so abgeschieden. Das gehörte für mich wie die Erholungsphase, um überhaupt diese Arbeit machen zu können, war ich oft da. Und dann war ich da sowieso viel und fand das faszinierend morgens, unabhängig vom Film, morgens mit dem Nebel und so habe ich da manchmal Aufnahmen gemacht. Und irgendwann haben wir mal ausprobiert, ob man das als Ebene für den Text nehmen kann. Und dann habe ich dann noch gezielt weitergedreht auch. Und ja, bis zum Schluss eigentlich nochmal dann auch versucht, verschiedene Jahreszeiten noch mit reinzunehmen. Ja, das funktioniert total gut. Ganz eindringlich ist dieses Bild von der Entengrütze auf dem See, wenn du über das Mekonium sprichst, was da abgegangen ist. Und das Mekonium ist ja sowieso so ein zentraler Punkt. Daran wurde ja im Grunde genommen dieses ganze Urteil aufgehängt, mehr oder weniger. Also das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Jetzt lass doch nochmal ganz kurz über deine Textarbeit sprechen. Du hast ja eine ganz klare Haltung im Film, das merkt man auch, aber du hast trotzdem diesen nüchternen, wertungsfreien Blick. Du hast es vorhin kurz angesprochen, dass du total nach allen Seiten offen warst und dadurch zeichnet sich der Film ja auch aus. Das geht zum Beispiel so los, indem du sagst, im Juni 2008 wird ein kleines Mädchen geboren, leblos, seine Geburtshelferin beginnt es wieder zu beleben, später übernimmt ein Notarzt, das kleine Mädchen stirbt, seine Eltern nennen es Greta. Ich finde es so großartig, wie dieser Film anfängt, weil darin in diesem Text eigentlich, und das ist erstaunlich, eigentlich so eine große Liebe steckt. Also man merkt schon, dass das ein ganz liebevoller Blick ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese Nüchternheit, mit der du sprichst. Wie hast du denn diese ganze Textarbeit geschafft? Wie hast du diesen Tonfall hinbekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also es war eine sehr ausführliche Arbeit, weil ich bin ja auch nicht eine gelernte Sprecherin. Ich hatte eigentlich Horror, diesen Text zu sprechen. Gleichzeitig habe ich nie darüber nachgedacht, das jemandem anders zu überlassen. Also das war für mich klar, je mehr Text, desto mehr Stress ist das für mich. Und also das war wie so eine Brutarbeit, den Text für den Film zu schreiben und immer mehr zu verkürzen und zu verknappen, weil wir haben da wirklich um Sekunden gefeilscht, damit es immer kürzer wird. Der war viel zu lang, der Film. Und oder auch, weil man so viel Text den Zuschauern, also auch dieses ganze Fachliche, nicht zumuten kann. Also ich dachte jetzt schon, das ist vielleicht auch zu viel. Aber das scheint ja doch irgendwie, das funktioniert total. Maß scheint noch getroffen zu sein. Ja, aber dann dieses zu sprechen. Und da haben wir extra so eine Kammer gebaut und da Aufnahmen, also habe ich dann gemacht, mich da immer zurückgezogen, habe das immer wieder neu und gehorcht. Klingt das so, wie ich das möchte, Stimme nochmal anders und so. Das hatte ich schon bei dem Film vorher, vor vielen Jahren, habe ich das auch so gemacht. Mein kleines Kind? Genau, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht in so ein Studio gehen, auch wenn das sicher viel komfortabler und viel besser und vom Ton besser ist und so, aber das war wie Hausgeburt. Ich muss bei mir sein
und muss in mir sein, irgendwie mich konzentrieren können. Auch die Freiheit haben, immer das 100-mal zu machen, wenn es nötig ist. Also so, das waren wirklich viele Takes. Und wir haben dann immer, Christian und ich, dann immer ausgesucht. Christian hat da in der Montage da unheimlich auch gearbeitet, da das Beste mit, nochmal mit so einem anderen Blick und so, oder auch so in seinem Gehör dann nochmal anders. Also das war schon auch ein großer Teil Arbeit dann am Ende. Ja, das glaube ich. Du hast ja dich entschieden, quasi nicht den Film nicht zu beenden, als das Urteil gesprochen wurde, sondern du hast Anna über einen langen Zeitraum danach noch mit Anna gedreht und das ist auch einfach toll, weil beim Zuschauer entsteht dann wirklich dadurch einfach sehr viel noch was. Ich habe mir immer gedacht, und es regt mich so auf, wenn ich den Film sehe, dass es ja vollkommen gereicht hätte, wenn sie ihr die Lizenz entzogen hätten. Und was dieses Urteil für diese Frau bedeutet hat, das ist ja eigentlich das Erschütternde an diesem ganzen Film. War für dich das total klar, dass du diesen langen Zeitraum danach noch ranhängst? Naja, als ich angefangen hatte im Januar, da hatte ich natürlich gehofft, dass es kein Urteil gibt mit Gefängnisstrafe. Mhm. Und das wäre trotzdem spannend gewesen, die ganze Geschichte. Also das, ich hatte zwar irgendwie das Gefühl, die sind schon sehr hart drauf, also die sind schon sehr entschieden oder sehr überzeugt von einer bestimmten Richtung, wie sie das Ganze sehen. Aber das dann wirklich zu erleben, dass sie dieses harte Urteil sprechen, das, ja, natürlich hat man sich damit auseinandergesetzt, aber das hätte ich nicht glauben wollen vorher. Mhm. Und das ist ja nicht nur für Anna und ihre Familie so krass gewesen, sondern letztlich auch für die ganze Geburtshilfe. Also es ist jetzt, das war damals wirklich der erste Fall so, das hat auch der Richter gesagt, der hat auch recherchiert und hat das gleich in der Urteilsbegründung als erstes so gesagt, dass das jetzt so ein Fall zum ersten Mal in dieser Form so passiert oder auch so beurteilt wird. Und jetzt letzten Herbst ist wieder eine Hebamme auch wieder wegen Totschlag verurteilt worden, wieder mit Gefängnisstrafe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mit Revision sich nochmal ändert, aber ist ja nicht unbedingt mit zu rechnen. Aber das Urteil macht jetzt auch Schule, ne? Und das habe ich auch von einem Strafrechtsanwalt da gehört, der viel für Hebammen arbeitet und der gesagt hat, dass das oft vorkommt jetzt, dass die Seite der Eltern, also der Rechtsanwalt von Eltern mit einem geschädigten Kind versucht, über die Staatsanwaltschaft in so eine Richtung das zu treiben. Und er meint, bisher war das dann in seinen Fällen so, dass die Staatsanwaltschaft nicht drauf eingegangen, aber trotzdem ist das jetzt mit im Raum, dieses Urteil. Weil es ist ein totales gesellschaftliches Problem, weil wir ja einfach überhaupt nicht mehr fähig sind zu akzeptieren, dass einfach an bestimmten Stellen im Leben einfach irgendwas passieren kann, was einfach diese ganze Hochleistungsmedizin nicht im Griff hat und auch nicht, also hundertprozentige Sicherheit gibt es im Leben einfach nicht. Und dann haben wir ja dieses Thema Recht und Verrechtlichung. Also es muss ja dann immer irgendein Schuldiger gefunden werden, oder? Ja, zumindestens, also der Glaube, dass man alles genau mit so Gerichtsgeschichten so lösen kann. Ich habe zum Beispiel in einer dieser Filmdiskussionen jetzt vor ein paar Tagen, kam eine Hebamme hinter zu mir und die hat gesagt, sie haben das auch erlebt, dass ein Kind genau wie die kleine Greta nicht zu beatmen gewesen ist. Und dann war aber auch glücklicherweise sehr schnell ein Babynotarzt da, der hat das auch versucht, sogar mit intubieren, was ihr nicht gelungen ist. Und es war einfach nicht möglich, dieses Kind zu beatmen und es ist gestorben. Und da wurde dann aber nicht hinterher noch was Juristisches draus, weil es einfach für alle klar war, alle waren da beteiligt, auch die, und es war klar, da, das ging eben nicht. Und das wurde da auch akzeptiert, auch von den Eltern dann. Und hier war es halt anders. Weil natürlich Anna auch, ich würde mal sagen, wie so eine Galionsfigur für was Bestimmtes stand, was auch dann eine andere Seite vielleicht wieder provoziert hat. Also ich würde mal behaupten, dass das durch dieses Exponierte, wie sie auch versucht hat, durch ihre Artikel, sie hat einen Verband gegründet, sie hat immer so ihre Stimme erhoben und war auch eine streitbare Person. Also waren auch natürlich nicht viele, manche auch nicht mit ihr einverstanden, aber sie hat auch so eine Diskussion geführt. Und mit ihr konnten sie natürlich dann eben so eine Galionsfigur auch zu Fall bringen. Und dass die Ärztin war, hat im Grunde genommen ja überhaupt keinen Ausschlag gehabt. Das war zum Beispiel eine der Fragen, die mich total verwundert haben, dass das so wenig eine Rolle gespielt hat. Weil es ist schon so, dass in dieser Berufsordnung von Nordrhein-Westfalen steht, Hebammen müssen Ärzte hinzuziehen bei bestimmten Sachen.
Aber, und sie wurde ja immer auch als Ärztin hinzugezogen von anderen, das war komplett dann in Ordnung. Und in ihrem eigenen Fall, in dieser Personalunion, galt das mal gar nicht. Da wurde gesagt, Hebamme mit Zusatzqualifikation Ärztin, wo ich dachte, das klingt ja wie so, als hätte sie einen Massagekurs oder als hätte sie so eine kleine Fortbildung gemacht, aber nicht, sie war ja schon lange praktische Ärztin, seit über 20 Jahren da gewesen. Du hast dich auch entschieden, so ein bisschen was aus ihrem Privatleben zu erzählen. Also mal erfahren, dass sie diese Mutter hat, die sehr alt ist schon und ja später auch stirbt. Und dann hat sie diesen Sohn mit Behinderung. Und diese Szene ist ja sehr nahegehend, wenn sie diese kleine Windelhose zeigt, die sie da gestrickt hat. Warum hast du dich entschieden, diese Aspekte auch mit reinzunehmen? Naja, was mich natürlich sehr beschäftigt hat, war dieser Totschlagvorwurf und wie das begründet wurde, dass sie, um ihre Reputation nicht zu gefährden, vermeidet, in die Klinik zu fahren, damit sie dann da keinen Anschiss kriegt und das alles so verdeckt im Privaten versucht zu lassen und dass sie schon kommen gesehen hat, das Kind wird möglicherweise nicht überleben, aber sei es drum, Hauptsache ich komme da gut bei raus, was ja auch eine komische Sichtweise ist, weil wenn ein Kind stirbt, ist das doch niemals für die Reputation günstig. Also das ist ja, ich habe gar nicht verstanden, wie man da drauf kommt. Aber so wird das so hergeleitet, dass sie, ja, und ich wollte natürlich auch, also man sieht ja auch, wie sie dann, also einmal mit ihrem eigenen Sohn oder mit dem Enkelkind von ihrem Freund, wie viel Zuneigung und Liebe sie für diese kleinen Kinder hat oder wie sie auch erzählt von ihrer Praxis früher, also dass sie so kaltschnäuzig da also alles in Kauf nimmt, also das ist so eine ganz komische Denke, das passt gar nicht zu ihr. Und es ist natürlich für mich auch wichtig gewesen zu zeigen, dass ein ganzes System betroffen ist. Also dass sie Tristan, der braucht sie ja wirklich immer noch, auch jetzt. Und dass er dann Psychopharmaka kriegt, wenn er sie da so lange nicht sieht und so, weil er schon spürt, da läuft jetzt was ganz Böse. Also ich wollte das nicht nur auf diesen Gerichtsfall konzentrieren, sondern irgendwie auch zeigen, in welchem System lebt Anna eigentlich. Und diese viele Verantwortung, die sie trotzdem, also die sie zusätzlich noch hat in ihrer Familie, die ist ja auch was sie noch zusätzlich belastet, wenn sie jetzt da, als sie da, bevor sie da ins Gefängnis gegangen ist. Du hast auch, und das ist auch großartig an dem Film, gezeigt, in dieser Phase, wo sie sich dem deutschen Rechtssystem nicht mehr zugehörig fühlt, könnte man ja auch sagen als Dokumentarfilmerin, das ist jetzt so ein bisschen so ein negativer Aspekt von ihr, das lasse ich vielleicht raus. Und du hast es aber entschieden reingenommen. Ja, warum das? Naja, das hat ja alle erschüttert. Also sie war erschüttert, als ich das gehört habe. Ich musste sehr schlucken und bin auch sehr in mich gegangen, wie es jetzt weitergeht mit dem Film, weil so, ich wusste das plötzlich nicht mehr, wie, was. Und dann, und es ist ja auch so gewesen in der Zeit, dass wirklich viele sich zurückgezogen haben, die vorher so flammend auch dahinter standen, sie zu unterstützen. Und dann habe ich aber doch einfach weitergemacht und hab dann hinterher in der Montage auch gesehen, wenn man dann das so vor sich hat, diese Jahre, das waren ja wirklich dann 10 Jahre, wie man sich verändert und wie sich so Dinge entwickeln. Das ist ja, für mich war das dann auch sehr stark spürbar, weil früher hätte sie nie so gesprochen und sie hat immer auch gesagt, auch dass sie hat ja auch Hebammenschülerin unterrichtet und so, dass sie immer gesagt hat, macht euch da keine Sorgen, wenn sowas mal kommt. Dazu ist ja ein Gericht da, alles zu klären und die Staatsanwaltschaft muss in beide Richtungen recherchieren und so. Das soll ja der Wahrheit dienen oder so, ne? Also sie hat da auch wirklich dran geglaubt. Und dass sie jetzt da so aussteigt, daran wird ja auch sichtbar, dass Menschen, die in so eine Richtung sich entwickeln, da gibt es ja Gründe, das passiert ja nicht einfach so. Und ich konnte das eigentlich, auch wenn es jetzt nicht mein Weg ist, aber ich konnte es für sie verstehen, dass sie so sich so gedacht hat. Ich hätte noch 1000 Fragen. Wir müssen leider irgendwie so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde am Ende noch mal ganz kurz dich fragen: Das ist ja ein einmaliger Prozess gewesen bis dato. Und der Film lässt uns ja prinzipiell auch darüber nachdenken, wie wir Kinder zur Welt bringen wollen. Also es ist wirklich die Geburtshilfe, über die denkt man während des Filmes also ständig nach. Also mir ging es zumindest so.
Und jetzt in Zeiten, in denen die Haftpflichtversicherungen für die Hebammen so in die Höhe geschnellt sind, was ist denn da, ja, was ja total problematisch ist, ist es ja im Grunde genommen, was ist denn deine Haltung dazu? Also möchtest du dazu vielleicht abschließend noch was sagen? Also es wird ja immer mehr in diese Richtung geht, also Billighebammen findet man eh schon nicht mehr. Mhm. Und wie viele Hausgeburten gibt es noch? Das weiß ich nicht. Gibt es da nur noch Geburtshäuser? Oder? Es ist immer so konstant. Als ich früher mit den Hausgeburten angefangen habe, gab es 1-2% Hausgeburten. Jetzt gibt es 1-2% von Geburten, die nicht in der Klinik stattfinden. Da sind dann eben diese hebammengeleiteten Einrichtungen wie diese Geburtshäuser dabei und auch Hausgeburten. Aber natürlich auch gerade mit dieser juristischen Bedrohung, die Hebammen haben, wenn man im Team arbeitet, kann man sich natürlich noch mehr stärken, als wenn man alleine arbeitet. Also das ist sicher auch, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, rund um die Uhr über Monate rufbereit zu sein. Also im Team zu arbeiten und dann vielleicht auch seinen Arbeitsplatz sich einzurichten, wo man weiß, wo alles steht, ist für manche Kolleginnen dann einfacher. Das ist dann wie so ein Kompromiss. Wobei ich wirklich auch eine entschiedene Hausgeburtshebamme immer war, nicht? Oder auch für meine eigenen Kinder. Aber das ist für mich gar nicht so der Punkt. Ich finde, in dem Gerichtsverfahren und dann auch im Urteil ist viel von Ideologie die Rede. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Also ich finde diese Polarisierung zwischen im Haus oder im Krankenhaus oder und diese verschiedenen Systeme, jede Frau braucht was anderes für ihre Sicherheit. Also ich bin aus Sicherheitsdenken zu Hause geblieben. Und in der heutigen Zeit, wo so wenig Ressourcen im Krankenhaus sind, ist das vielleicht auch, also manchmal auch eine gute Entscheidung. Und für mich wäre es vor allem wichtig, dass die Geburtshilfe mehr so handwerklich vorankommt. Eben, das wäre ja jetzt gar nicht so passiert, wenn das Krankenhaus in dem Land, wo die Eltern von Greta gelebt haben, das handwerklich gut hingekriegt, dass die sich ausgekannt hätten mit Beckenendlagengeburten und nicht aus Unwissen dann einen Kaiserschnitt machen. Das finde ich eigentlich ein Skandal, dass eine Frau so eine riesen Narbe kriegen soll und mit der sie dann lebt, auch bei den nächsten Kindern, die dann auch mit jedem Kind gefährlicher wird. Und dass das Frauen auf sich nehmen müssen, weil im Krankenhaus die Ärzte für ihren Facharzt zum Beispiel das gar nicht mehr lernen müssen. Oder auch, dass es in manchen Gegenden so eine Distanz zwischen den Hebammen zu Hause und den Teams im Krankenhaus gibt, dass eine Hebamme dann gar nicht so entspannt mit der Frau da unbedingt ins Krankenhaus umziehen kann, weil sie dann schon vielleicht mit einem Spruch empfangen wird. Oder das wurde ja dieser Hebamme oder Ärztin unterstellt, dass sie aus Angst, dass sie keinen Ärger im Krankenhaus kriegt, dann lieber hat das Kind sterben lassen. Also so verrückt, ne? Und da, statt zu sagen, müsst ihr gastfreundlicher sein im Krankenhaus, so, ne? Es gibt ja viele, die das auch so machen. Aber es ist immer noch so eine Tendenz, dass das nicht so wie in England, aus einem Team wird dann die Hausgeburtshilfe betreut und auch die Klinikgeburtshilfe, das sind dieselben Hebammen. Das ist hier eben anders. Sind wie zwei unterschiedliche Welten. Katja, ich würde mit dir gerne noch ganz lange reden, aber ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du hier zu Gast warst und ja, danke dir. Ja, war wunderbar, war auch toll, diese ganzen Diskussionen hier zu dem Film und gerade du warst ja auch eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Ja, danke, Katja. Und ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass Sie auch für diesen Film über den Dreisat BR Publikumspreis abstimmen können. Das können Sie auch online machen und wir bedanken uns sehr, dass Sie zugehört haben und eingeschaltet haben. Ja, danke. Danke.